Ich wünsche Ihnen alle ein herzliches Willkommen. Wir wollen heute in einer Online-Pressekonferenz der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte über die Situation von christlichen Konvertiten im Iran und anderen Glaubensverfolgten, vor allem aber über die Lage dieses Personenkreises, dem es gelungen ist, nach Deutschland oder nach Westeuropa zu kommen, zu fliehen also quasi, und der nun davon bedroht ist, abgeschoben zu werden. Dazu haben wir heute eine Reihe von Betroffenen einladen können, die über ihr Schicksal berichten. Zum Teil wird es mit Hilfe von Betreuern und Übersetzern geschehen. Und wir haben bei uns Pastor Dr. Martens, der in seiner Gemeinde eine Vielzahl von Betroffenen betreut. Und ja, manchmal denkt man, öfter als bei seiner Gemeinde, im Gottesdienst und mit seinen Gruppen, sich auf Verwaltungsgerichten aufhalten muss, weil er für diese Betroffenen eintritt und ihnen zur Seite steht, damit die Gefahr der Abschiebung gebannt werden kann. Wir möchten Sie heute informieren, auch mit Hilfe von Pastoren, Gemeindeleitern und Betreuern von Geflüchteten. Das wird sich direkt anschließen an die Berichte der Flüchtlinge bzw. Abschiebungsbedrohten. Ja, und dann möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Zum Eingang möchte ich Ihnen kurz darlegen, wie die Situation im Iran aussieht. Der Iran ist ein Breitbandverfolgerstaat, sagen wir Menschenrechtler, weil im Iran aus religiösen Gründen Menschenrechtsverletzungen auf der Tagesordnung stehen, weil insbesondere solche Menschen, die sich von der quasi Staatsreligion, die vom Revolutionsführer dem ganzen Land über oktroyiert wird, zusammen mit einem undemokratisch zusammengekommenen Wächterrat, der über allem, was im Iran als Parlamentarismus daherkommt, steht, sowohl Kandidaten siebt als auch das System kontrolliert, das dann auch noch mit Hilfe der Revolutionsgarden und schließlich auch der Revolutionsgerichte. Und so ist es kein Wunder, dass so mancher christlicher Konvertit, aber auch so mancher Bahai oder Sufi sich plötzlich vor einem Revolutionsrichter gestellt sieht, der in einem Verfahren darüber bekundet, welche Verbrechen dieser Mensch begangen hat. Also zum Beispiel den Islam verlassen hat oder seine eigene Religion öffentlich gelebt hat. Davon sind gerade die genannten Gruppen besonders betroffen, und wir wollen heute ein Schlaglicht zusammen mit unseren Zeugen und Betroffenen auf die christlichen Konvertiten legen. Bei denen ist es so, dass wenn sie im Iran missionieren, sie damit rechnen müssen, dass sie von Rollkommandos überfallen werden, dass sie aus ihren Gemeindezusammenkünften, aus ihren Hauskreisen gerissen werden, dass Provokateure versuchen, sie zu unkontrollierten, für sie gefährlichen Bemerkungen oder Eingeständnissen zu bringen, zum Beispiel dem Eingeständnis: Ja, ich habe eine christliche Sendung im Satellitenfernsehen mitgesehen, zusammen mit meinen Freunden, und ich habe anderen Freunden darüber berichtet. Dann wird daraus eine Straftat gemacht. So ist es kein Wunder, dass es eine Namensliste bereits gibt von prominenten iranischen Neuchristen, die vor Gericht gestellt wurden und zum Teil Opfer von Folter wurden, von langjähriger Haft oder auch immer wieder drangsaliert, verhaftet und dann wieder in einen beobachteten Hausarrest gezwungen werden. Namen wie Pastor Nadakani oder Pastor Abedini symbolisieren das nur. Es gibt sehr viele Nadakanis im Iran. Und es gibt aber auch viele Menschen, die im Iran den Islam verlassen haben, zum Beispiel religionslos sind oder zum Christentum gefunden haben und denen es gelungen ist, Peitschenhieben, Folter und Unterdrückung zu entkommen, und die heute zum Beispiel bei uns in Deutschland leben. Und wenn diese Menschen nun unser System durchlaufen, auf dem Weg oder in der Hoffnung, als Asylbewerber anerkannt zu werden, wenn es ihnen nicht gelingt, diese Anerkennung zu erreichen, und wenn aus ihrer möglichen Duldung auch noch eine tatsächlich akut drohende Abschiebung wird, dann ist es Zeit, dass wir Menschenrechtler daran erinnern,
was im Iran tatsächlich passiert. Dass der Iran ein solcher Verfolgerstaat ist und dass jeden Tag Gefahr besteht für die Betroffenen, aber auch für diejenigen, die mit ihnen gut bekannt, befreundet oder vor allem verwandt sind. Deswegen sind wir heute zusammengekommen und wollen, auch wenn viele im Moment nur auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine schauen, unser Schlaglicht einmal auf den Iran und auf das Schicksal der aus dem Iran geflohenen konvertierten Christen hinweisen. Und ich möchte hier als erstes zu einem Statement Dr. Gottfried Martens einladen. Ich hatte ihn gerade schon vorgestellt. Lieber Gottfried, bitte berichte uns von deiner Arbeit für die Betroffenen in Deutschland. Ich bin von Herzen dankbar dafür, dass gerade die internationale Gesellschaft für Menschenrechte immer wieder auf dieses Problem hinweist, wie mit christlichen Konvertiten aus dem Iran, die hierher geflohen sind, in Deutschland umgegangen ist. Leider hat diese Gruppe fast überhaupt keine Lobby hier in Deutschland. Wir sind sehr dankbar dafür, dass es immer wieder die IGFM ist, die darauf hinweist. Ich bin Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Dreieinigkeitsgemeinde in Berlin-Steglitz. Zu unserer Gemeinde gehören insgesamt etwa 1200 Konvertiten aus dem Iran und aus Afghanistan. Und insofern haben wir im Laufe der Jahre natürlich eine Menge Erfahrungen sammeln können, zumal wir mittlerweile auch eine Anlaufstelle geworden sind, auch was Rat angeht für konvertierte Christen aus vielen anderen Teilen Deutschlands. Wir haben in den letzten Jahren zunächst einmal sehr deutlich erleben können, wie in was für einer Weise das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine politische Behörde ist, der es in Wirklichkeit, auch wenn sie immer wieder das Gegenteil behauptet, eben nicht um den Einzelfall geht, sondern die einfach nur Weisungen von oben weitergibt, dass nämlich christliche Konvertiten erst einmal regelhaft abgelehnt werden sollen. Dies geschieht oftmals in einer geradezu zynischen Weise. Ich zitiere einfach mal ein Beispiel aus einem Protokoll, woraus sich dann noch eine Ablehnung ergeben hat, was ich gerade neulich von einer Anhörung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bekommen habe. Da schloss der Anhörer mit den Worten, ich zitiere, Sie sagen, dass Sie an ein ewiges Leben glauben. Dann sollte es für Sie kein Problem sein, wenn Sie in den Iran zurückgehen werden und tatsächlich zur Todesstrafe verurteilt werden. Denn so werden Sie ein ewiges Leben bekommen, was Sie auch bestreben. Das ist die Grundhaltung des BAMF in seinen Anhörungen. Sie machen sich einfach über die konvertierten Christen immer wieder nur lustig und entsprechend ist die Anerkennungsquote beim BAMF im Laufe der Jahre immer weiter gesunken. Wir hatten in den ersten Jahren noch eine Anerkennungsquote von fast 100%, dann wurde sie auf 60% gedrückt, dann kamen die Anweisungen des Innenministeriums und mittlerweile nähern wir uns bald dem einstelligen Bereich, was christliche Konvertiten angeht. Es bleibt also nichts anderes übrig, diesen christlichen Konvertiten, als dann vor die Verwaltungsgerichte zu ziehen. Und was wir dort erleben, macht mich immer wieder nur fassungslos. Ich habe mittlerweile in den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands Verwaltungsgerichtsverhandlungen besucht und habe von daher, denke ich, schon mittlerweile einen ganz guten Eindruck gewonnen darüber, wie unterschiedlich in den unterschiedlichen Verwaltungsgerichten dann diese Konvertiten in den Verhandlungen behandelt werden. Unsere Erfahrung ist ein Mehrfaches. Zum einen, der entscheidende Faktor, ob überhaupt ein konvertierter Christ eine Chance hat, dass einer Klage stattgegeben wird beim Verwaltungsgericht, ist ganz wesentlich sein Wohnort. Man weiß von vornherein, in diesem Verwaltungsgericht hat man eine gewisse Chance, in jenem Verwaltungsgericht hat man überhaupt keine Chance. Man merkt immer wieder von Neuem, dass es in den Verwaltungsgerichtsverhandlungen weniger um die Ernsthaftigkeit der Konversion geht, sondern vielmehr um die persönliche Einstellung des Richters zum Thema Geflüchtete. Denn was dort dann abgefragt wird oder untersucht wird, ist einfach so willkürlich, dass jeder Richter es vollkommen anders macht. Ich habe jetzt also wieder an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen im Westen Deutschlands, wo die Richterin einfach in einer Dreiviertelstunde den Betreffenden
dermaßen abgefertigt hat, dass er noch nicht einmal die Gelegenheit bekam, zu erklären, warum er eigentlich Christ geworden ist. Sie begründete es damit, dass bald Mittagessenszeit ist und sie bis dahin fertig sein müsste. Und solche Dinge erleben wir also immer wieder, dass Richter eigentlich ihr Urteil schon vor der Gerichtsverhandlung getroffen haben. Ein Richter hat das dankenswerterweise auch in aller Öffentlichkeit in der Gerichtsverhandlung gesagt. Bei uns in der Kammer stehen die Urteile ja immer schon vor der Verhandlung fest. Genauso war es dann auch in dem Fall, wo ich dran teilgenommen habe. Das sind also die Erfahrungen, die wir immer wieder machen, dass man eigentlich genauso gut würfeln könnte. Das wäre genauso gerecht wie die Gerichtsverhandlungen, die wir in vielen Fällen erleben. Es gibt natürlich auch Verwaltungsrichterinnen und Richter, die sich ernsthaft bemühen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass es das auch gibt. Es gibt auch Verwaltungsrichterinnen und Richter, die tatsächlich ganz wesentlich auf das Wort derer hören, die die entsprechenden Konvertiten über Jahre hinweg begleitet haben und ihre Glaubenspraxis miterlebt haben. Da gibt es auch sehr erfreuliche Erfahrungen natürlich. Aber in vielen Fällen ist es dann eben auch so, dass diese Verwaltungsrichter sich einfach in einer Art und Weise anmaßen, Experten in Fragen des Glaubens zu sein, dass man einfach nur noch fassungslos ist. Sie sagen ganz offen, auch wir wissen besser als der Pfarrer, ob ein Mensch ernsthaft konvertiert ist oder nicht. Sie sind aber in aller Regel nicht dazu bereit und nicht dazu in der Lage, selber zu reflektieren, mit was für einem Vorverständnis von Glauben und Religion sie eigentlich daran gehen. Beispielsweise habe ich jetzt gerade gestern erlebt, dass ein ganz hoch engagiertes Glied unserer Gemeinde auch im Verwaltungsgericht Berlin wieder abgelehnt worden ist. Sie hatte sehr darauf hingewiesen, dass sie ohne den Empfang der Kommunion, die sie wirklich jede Woche ein-, zweimal braucht, nicht leben kann. Der BAMF-Vertreter in der Gerichtsverhandlung hatte sich über die Aussagen dieser Frau dann nur lustig gemacht. Und tatsächlich hat auch die Richterin jetzt festgestellt, nein, sie kann auch ohne die Kommunion im Iran leben. Das bedeutet, der Staat entscheidet darüber, was für den Glauben eines Christen wichtig ist und was nicht. Hier finden immer wieder ganz massive Verletzungen der Religionsfreiheit auch hier in Deutschland statt. Und selbst diejenigen, die grundsätzlich sogar eine faire Chance in der Gerichtsverhandlung hätten, was sehr unterschiedlich ist, die haben diese Chance eigentlich nur, wenn sie sehr eloquent sind, wenn sie gut Theater spielen können, wenn sie eine gute Show abziehen können. Menschen, die beispielsweise sehr zurückhaltend sind, einen sehr ruhigen Charakter haben, denen wird jedes Mal am Ende dann unterstellt, dass sie nicht genügend Emotionen gezeigt hätten. Es geht also darum, dass man da entsprechende Emotionen dann darbieten muss, wobei dann umgekehrt, wenn die Leute sehr emotional reden, dann wieder dann der Einwand kommt, sie waren zu emotional. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir erleben immer wieder, dass die Gerichtsverhandlungen hier in Deutschland ein reines Glücksspiel sind. Und ich immer wieder sage, wie ist das mit unserem Rechtsstaat zu vereinbaren, was ich ganz regelmäßig in diesen Verwaltungsgerichtsverhandlungen erlebe? Ja, soweit ein erster kurzer Eindruck. Ich kann das natürlich noch sehr vertiefen, aber bevor ich jetzt zu sehr ins Einzelne gehe, soll das ein erster Einblick sein. Gottfried, vielen Dank für diesen sehr interessanten, wenn auch bedrückenden Einblick, den du uns vermittelt hast. Ich denke, vieles davon finden wir wieder, wenn jetzt gleich die Betroffenen berichten. Und du wirst später das, was wir hören, auch noch kommentieren. Ich möchte in dieser Runde jetzt begrüßen Hamid und Baha. Sie sind ein Ehepaar aus dem Iran, beide Konvertiten. Ich möchte begrüßen Hadi aus dem Iran, Konvertit. Ich möchte begrüßen den Vertreter für Mohammed Reza, der heute nicht bei uns sein kann, und den Vertreter für Mojtaba und Najmi, die auch nicht bei uns sind, aber wissen, dass wir heute über ihr Schicksal sprechen werden. Als erstes möchte ich jetzt über Mohammed Reza berichten lassen, denn er ist einem Teil unseres heutigen Publikums bereits bekannt.
durch das Münchner Iran-Forum, in dem er aufgetreten ist, zusammen übrigens mit Dr. Harun Madawi, der ihn kennt und der jetzt zu uns sprechen wird und seine Situation beschreiben können. Besonders interessant finde ich hier in diesem Zusammenhang den Umstand, was er bereits in Deutschland getan hat, wie er sich eingebracht hat und wie er sich integriert hat. Und darüber kann uns am besten Dr. Harun Madawi berichten. Ich gebe Ihnen das Wort. Herr Lesentin, vielen Dank erstmal für die Einladung und für diese Gelegenheit, wie bereits Dr. Martens auch vorher angesprochen hat. Es gibt kaum eine Lobby für diese Gruppe in Deutschland und Ihr Engagement hilft hier wirklich vielen Menschen, eine Perspektive erstmal zu bekommen. Beim Mohammad Reza Firuz ist es so, wie bereits Dr. Martens schon erklärt hat, es war von Anfang an scheinbar klar, ob er Recht bekommt oder nicht Recht bekommt, weil er kommt aus dem Landkreis Böblingen in der Nähe von Stuttgart. Und wir haben schon uns ja bei Ihrer Live-Veranstaltung hier getroffen. Und da kam ja gleich der Hinweis, ja, Moment, dieses Landesgericht, glaube ich, ist ja zuständig dort, ist bekannt dafür. Und mittlerweile ist es so, dass der Mohammad Reza so psychisch belastet wird durch diese ganze Situation, dass er nicht einmal die Kraft hatte, heute an unserer Veranstaltung teilzunehmen. Er hat sich auch entschuldigen lassen, hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Da habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne. Das Thema ist, er ist im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen und konvertierte gleich. Laut den ganzen Schriftstücken, die wir von seiner Gemeinde haben, hat er sich sehr gut integriert als ein gläubiger Christ auch verhalten. In der ganzen Zeit hat er sich ehrenamtlich eingebracht. Er hat auch danach als Trainer, Sporttrainer, diverse Sportgruppen, man sieht ja die ganzen Urkunden, die er da bekommen hat, ein sehr beliebter Sporttrainer im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich gewesen und hat wirklich gezeigt, dass er integrationswillig ist. Und in der Zwischenzeit hat er auch sich zum Bademeister ausbilden lassen. Er hat wohl jetzt einen Fehler gemacht, er ist nach Bayern umgezogen, ist nach Weilheim. Warum? Weil das Landratsamt Weilheim hat dringend einen Bademeister gesucht. Wir hören das, glaube ich, in den Nachrichten öfters, dass verschiedene städtische Bäder nicht betrieben werden können, weil die Bademeister fehlen. Dann hat er sich anstellen lassen, war dort beschäftigt und dann hat er, glaube ich, in der zweiten Instanz wieder eine Ablehnung bekommen, weil der Richter ihm einfach gesagt hat, nein, ich glaube dir die Geschichte nicht. Also Dr. Martens hat es ja schon angesprochen, du bist ja vor Gericht letztendlich dem Richter ausgeliefert. Und wir hatten ja bei Ihrer Veranstaltung, die ich für sehr, sehr wichtig fand, schon uns darüber unterhalten, dass ja vor Gerichten ja in der Regel bei strittigen Themen immer ein Gutachter herangezogen wird. Und wen gäbe es hier als besseren Gutachter wie der Seelsorger oder der Gemeindevorsteher? Und die bestätigen ihm, dass er wirklich ein christliches Leben geführt hat. Und trotzdem sagt der Richter, wir glauben dir deine Geschichte nicht. Infolgedessen hat er sich an uns gewandt, als es dann so war, dass er unter Druck der städtischen Behörden seinen Pass geholt hat beim iranischen Konsulat in München. Das ist auch ein Trick. Ich glaube, der Dr. Martens hat das auch letztes Mal angesprochen. Das ist ein Trick der Behörden. Sie setzen ihn unter Druck. Sie sagen, also du bekommst keine Verlängerung, wenn du uns nicht deinen Pass bringst und holst. Und dann hat er unverständlicherweise ist er zum Konsulat gegangen, hat seinen Pass bekommen, ist damit dann zu den Behörden gegangen, im Glauben, jetzt würde man ihm seinen Aufenthaltstitel geben. Sie haben in dem Moment den Pass genommen, seinen Aufenthaltstitel, der ist von heute auf morgen plötzlich ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland gewesen. Er dürfte nicht mehr weiterarbeiten beim Landratsamt Weilheim. Die haben gesagt, wir wollen dich, aber unter diesen Umständen können wir nicht. Sie haben den Vertrag aufgelöst und jetzt ist es schon, glaube ich, der dritte Monat, in dem er hier quasi aus eigener Tasche leben muss. Er hat während der gesamten Zeit hat er sich selbst unterhalten, sprich durch Arbeiten, durch diese ganzen Trainingseinheiten. Und da frage ich mich manchmal,
wo will Deutschland hin, wenn jemand Integrationsleistung zeigt, Integrationswille und Leistung. Ja? Also das muss man ja hier hervorheben bei Herrn Firus. Und dann die Gerichte aus dem hohen Bauch entscheiden. Ja? Der Richter sieht sich in der Lage, eher zu erkennen, ob er christlich lebt oder nicht, wie seine Gemeinde. Also das kann es ja gar nicht geben. Ja? Und wie gesagt, das bedrückt ihn jetzt so sehr, dass er gesagt hat, Herr Dr. Mahdavi, ich habe überhaupt keine Kraft, weil ich sehe mich jetzt schon eigentlich im Abschiebeflugzeug. Ja? Und das sind ja Horrorszenarien, die diese Menschen innerlich durchmachen. Und ich weiß nicht, ob die Menschenrechtskommission hier in Deutschland so etwas überhaupt dulden kann. Ja? Die Frage ist, ob wir nicht diese Menschen, diese Fälle sogar an die Menschenrechtskommission weiterleiten. Ja? Weil das ist ja ganz eindeutig eine Schikane. Der lebt seit 2015, also seit 7 Jahren bereits hier. Ja? Mehr wie er kann man sich gar nicht integrieren. Ein junger Mann, der würde gerne auch hier weiter studieren, aber solange er kein Aufenthaltsrecht hat, kann er nicht. Ja, wir sind hier in einem schwierigen Fall verwickelt, weil es blutet uns das Herz zu sehen, dass gerade solche Best-Practice-Fälle vor der Abschiebung stehen, obwohl wir ganz genau wissen, welche schwierigen Fälle auch in der Flüchtlingskrise gegeben hat. Und wir nehmen Menschen wie Firus den Glauben an unserem Rechtsstaat, muss ich sagen, ja. Und wir nehmen auch Menschen, die in unserem Verein sind, auch diesen Glauben an den Rechtsstaat, ja. Das kann nicht schwarz-weiß sein. Wir müssen hier dafür sorgen, dass unser Rechtsstaat etwas die Augen öffnet und die Richter nicht nur eine Akte auf dem Tisch sehen, den sie schnell abarbeiten wollen und den nächsten machen wollen, sondern es geht hier um Menschenleben, um Schicksal. Und da müssen wir differenzierter handeln. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen, Herr Lissend. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Harun Mahdavi. Sie bleiben ja noch mit uns in dieser Runde. Wir werden jetzt weitere Schicksale hören und ich möchte als nächstes Hamid und Baha bitten, zu uns zu sprechen. Gerne mit Ihren Übersetzerhilfen. Hamid, ergreifst du das Wort? Ja, danke. Mein Name ist Hamid Wahedi und ich wurde am 5. April 1978 geboren. Ich habe Architektur studiert und einen Masterabschluss gemacht. Meine Frau heißt Bahar Yago. Sie hat Jura studiert und auch einen Masterabschluss gemacht. Ich war circa 20 Jahre berufstätig. Meine Frau und ich hatten eine gute berufliche und soziale Position. Warum wir trotzdem den Iran verlassen haben? Ich war christlich gläubig und auch Mitglied einer Hauskirche. Das ist für einen Muslim eine sehr große Sünde. Wir mussten unsere Wohnung, unsere Arbeit, unsere Familie und unser Land verlassen, weil wir keine Muslime mehr waren. Die Strafe von dieser Sünde ist im Iran und im Islam überhaupt der Tod. Also müssen wir fliehen und sind nach Deutschland geflüchtet. Aber warum sind wir überhaupt Christen geworden? In der Bibel, Johannes 15, Vers 16, wird berichtet, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, hinauszugehen und Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Ich habe die gute Nachricht, das Evangelium gehört. Ich habe in der Bibel gelesen und darin die Wahrheit gefunden. Und die Wahrheit hat mich frei gemacht. Auch meine Frau hat diese Wahrheit verstanden. Nun, da wir diese Wahrheit gefunden haben, möchten wir allen Menschen davon erzählen. Und das ist jetzt unser zweitgrößtes Problem mit dem islamischen Staat Iran. Denn von einem anderen Gott zu reden als von Allah, dem Allbarmherzigen, ist in Islam streng verboten. Alle Muslime glauben, dass der Islam der einzige Weg zu Gott ist. Jeder, der sich nicht auf diesem Weg befindet, ist für sie ein Ungläubiger. Aber am wichtigsten
wenn jemand der Islam verlassen hat, ist er ein Abtrünniger und sollte gemäß der im Koran geforderten Strafe getötet werden. Muslime sagen, kein Nicht-Muslim hat ein Recht auf Leben. Ihr alle wisst, wie man Konvertiten bestraft und habt es vielleicht sogar selber schon gesehen oder darüber gelesen. Meine Frau ist schwanger und daher ist jetzt auch das Leben unseres Kindes in Gefahr. Das Leben aller christlichen Gläubigen im Iran ist in Gefahr. Nach unserer gerichtlichen Anhörung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth wurde unsere Klage gegen das BAM, gegen die Nichtgewährung von Asyl, Beschluss des BAM vom 12.05.2020 durch den Einzelrichter Herrn Lorenz am 20. Juni 2022 abgewiesen. In der 16-seitigen Urteilsbegründung wurde deutlich, dass uns der Richter unsere Konversion zum christlichen Glauben schlichtweg nicht glauben will und sogar behauptet, dass wir seiner Meinung nach, wenn wir wieder zurück in den Iran mussten, den christlichen Glauben wieder aufgeben würden. Dies ist nicht die Wahrheit. Wir sind Christen und wir werden Christen bleiben, koste es, was es wolle. Das ist die Wahrheit. Vielen Dank, Hamid und Baha. Alles Gute. Wir engagieren uns für euch und wir kommen auf den Fall zurück. Wir haben wenig Zeit, deswegen gehe ich jetzt zu unserem nächsten Betroffenen, der sich vorstellt, auch gemeinsam im Kreis von Freunden. Hadi, bitte berichte du uns über deine Situation und dein Erleben. Danke. Hallo, ich bin Hadi und komme aus dem Iran. Im September 2018 kam ich in Deutschland an und wohne jetzt in Schwanabeiler. Leider kann ich nicht gut Deutsch sprechen, weil ich nicht mehr am Kurs teilnehmen konnte wegen Corona, aus wegen meiner negativen Antwort vom Verwaltungsgericht. Deshalb wird die Frau meines Persischer und Pastor meine Statements vorlesen. Vielen Dank. Ja. Hallo zusammen. Mein Name ist Christina Alizade und ich werde in dieser Veranstaltung die Stimme von Hadi sein. Ich bin die Frau, wie er gerade gesagt hat, von seinem Pastor. Also er hat einen persischen Pastor. Genau. Ich bin im Iran aufgewachsen und islamisch erzogen. Über einen Bekannten kam ich in eine Hauskirche und dort wurde gesungen, gebetet, in der Bibel gelesen und darüber gesprochen. Und das hat mein Herz sehr berührt und ich habe mich noch mehr für die biblische Botschaft interessiert. Bei einem dieser Hauskreistreffen hat uns die iranische Geheimpolizei entdeckt und ich wurde verprügelt, so sehr, dass ich einen Monat lang im Koma lag. Danach war weitere medizinische Behandlung nötig und das dauerte ein Jahr lang. Dann habe ich den Iran verlassen und auf der Flucht nach Deutschland habe ich auch viele Dinge erlebt, die mich bestärkt haben in dem christlichen Glauben. Und dann 2018 in Deutschland angekommen, habe ich meine Entscheidung festgemacht, einen Glaubenswechsel zu vollziehen und habe das durch die Taufe öffentlich bekannt. Ich wurde 2018 in Mannheim getauft, nach einer intensiven Vorbereitung darauf. Ich habe auch immer wieder Freunde in die Kirche eingeladen und an jedem Ort, an dem ich gewohnt habe, habe ich die lokale Kirche besucht. Meine Familie weiß von meinem Glaubensübertritt. Die leben im Iran und sie haben sich größtenteils mit arrangiert. Auf meinem Handy habe ich viele Materialien, die mich bestärken in meinem Glauben und ermutigen, zum Beispiel die Bibel, Videos, christliche Lieder.
Und würde ich sowas im Iran auf dem Handy haben, dann würde ich Schwierigkeiten bekommen. Ich habe in Deutschland Asyl beantragt, doch leider wurde mein Asylantrag abgelehnt. Mich schmerzt es sehr, dass mein Glaubensübertritt als Täuschung mir vorgeworfen wird und dass die Behörden sagen, ich hätte keine negativen Folgen zu erwarten im Iran. Wenn ich oder bei einer Rückkehr müsste ich mit dem Schlimmsten rechnen. Und ich weiß aber, dass ich meinen Glauben an Jesus nicht aufgeben möchte. Und deswegen ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Ja, genau. Vielen Dank, Hadi. Vielen Dank Ihnen auch für diese Unterstützung. Wir kommen auf den Punkt gleich zurück und wollen noch die letzten beiden Betroffenen in dieser Runde vorstellen. Das sind Mojtar und Najmi, beziehungsweise ihre Familie. Es ist eine vierköpfige Familie. Sie können heute aus persönlichen Gründen nicht bei uns sein, haben aber eingewilligt, dass wir ihr Schicksal und auch ihre Namen nennen. Und sie vorstellen wird von der evangelischen Flüchtlingsbetreuung in Hanau Wolfgang Drüner. Herr Drüner, bitte berichten Sie uns. Herr Drüner? Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Also ich möchte über diese vierköpfige Familie berichten, die jetzt seit 2017 hier in Deutschland sind. Der Fluchtgrund war etwas ungewöhnlich. Während des Ramadan wurden im Keller der Familie Weinflaschen gefunden und daraus kam eine Anklage zustande wegen gewerbsmäßigen Weinhandels gegen den Ehemann, den Mojtaba. Er wurde verurteilt zu, ich glaube, 75 Peitschenhieben, von denen er 15 gleich bekommen hat und dann ist er zusammengebrochen. Durfte dann gegen eine Kaution nach Hause zur medizinischen Behandlung und sollte dann aber die restlichen Peitschenhiebe auch noch bekommen danach. Er ist aber dann mit seiner Familie über Italien nach Deutschland geflohen, weil sie hier Verwandte haben. Und hier ist er mit dem christlichen, oder die ganze Familie ist mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen und die Eltern sind zum Glauben gekommen und haben sich 2018 taufen lassen. Weil sie jetzt über Italien gekommen waren, greift natürlich die Dublin-Vereinbarung und sie mussten erstmal ins Kirchenasyl für 6 Monate. Das war bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hanau. Da haben wir sie sehr gut kennengelernt und sie haben auch aktiv in der Gemeinde mitgearbeitet. Nach dem Kirchenasyl haben sie einen Asylantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Dagegen haben sie beim Verwaltungsgericht Frankfurt geklagt und der Richter hat die Klage abgewiesen mit folgender Begründung. Erstens, sie konnten kein schriftliches Urteil über diese Peitschenhiebe vorlegen und deswegen sei die Geschichte unglaubwürdig. Und zweitens, deswegen sei auch die Konversion unglaubwürdig. Also sie sollten kein Problem haben, wenn sie in den Iran zurückkehren. Ein halbes Jahr später haben sie dann einen Asylfolgeantrag gestellt. Das ist möglich, wenn sich neue Gesichtspunkte ergeben. In der Zwischenzeit hat der Mojtaba seine Aktivitäten in der Gemeinde sehr verstärkt. Er macht zum Beispiel Bibelkurse in Farsi. Er hat einen Telegram-Kanal, wo er Andachten und Informationen in Farsi weitergibt. Und er
macht ein Fernstudium in einer Bibelschule. Daraufhin wurde also dieser Asylfolgeantrag gestellt. Der wurde wiederum vom BAMF abgelehnt und es wurde wiederum vom Verwaltungsgericht dagegen geklagt. Und derselbe Richter, wie beim ersten Mal, hat dann geurteilt, die Klage wird abgewiesen, weil ein Qualitätssprung im Glauben sei nicht erkennbar. Das ist jetzt die jetzige Situation. Die Familie ist dadurch natürlich stark auch psychisch belastet, weil sie einfach gar nicht wissen, was für eine Perspektive sie haben, ob sie jetzt hier bleiben können oder nicht. Sie werden natürlich auch entsprechend unter Druck gesetzt, ihre Bezüge werden gekürzt und sie sollen sich Pässe beantragen, was sie bisher nicht getan haben, aber die Repressalien gehen ja immer weiter. Deswegen versuchen sie jetzt einen Antrag auf Ausbildungsduldung für den 14-jährigen Sohn, der ja hier in die Schule geht, nach § 25a des Aufenthaltsgesetzes. Und darüber ist aber noch nicht entschieden worden. Das heißt, sie hängen weiter völlig in der Luft. Und das ist wirklich eine immense Belastung für sie. Das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Ja, herzlichen Dank, Herr Drüner, für die Präsentation dieses Schicksals einer vierköpfigen Familie. Wir fühlen mit dieser Familie genauso wie mit den anderen Betroffenen. Und wir möchten nun den anwesenden Berichterstattern für die Medien die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen an alle, die in dieser Runde mitgewirkt haben, die in diesem Pressegespräch mitgewirkt haben. Ja, Feuer frei, friedliches Feuer, Fragefeuer frei. Ja, ich hätte vielleicht einmal eine Frage auch an Sie. Herr Lasse, ja. Hallo, Herr Lasse, bitte sagen Sie kurz, sagst genau. Du CVD Tagespost. Ja, Sie haben es schon zusammengefasst, ja. Genau. Ja, Herr Lessentin, meine Frage wäre jetzt an Sie auch, was kann die IGFM selbst sozusagen in diesen Fällen tun? Also wie können Sie Betroffene beraten? Wie koordinieren Sie das vielleicht auch? Ja, was ist da überhaupt möglich? Ja. Wir sehen unsere Aufgabe und unsere Möglichkeiten darin, Schicksale öffentlich zu machen und damit die öffentliche Meinung, die Politik und letztlich auch die beteiligten Behörden zu einer Verhaltensverbesserung zu bewegen. Es ist immer noch viel zu wenig bekannt, dass der Iran ein Terrorstaat ist, dass im Iran konvertierte Christen, die bekennen und motivieren, im Grunde mit ihrem Leben und auch mit der Situation, der bedrohlichen Situation ihrer Angehörigen spielen. Es soll immer bekannter werden und wir wollen, dass auch Verwaltungsrichter sich darüber klar werden, was es tatsächlich bedeutet. Und natürlich möchten wir, Dr. Martens hat das ja auch schon sehr plastisch dargestellt, auch diese Unehrlichkeit in der juristischen Argumentation bekämpfen. Auch Fragetechniken wie, wollen Sie kein ewiges Leben? Oh, Sie können doch dahin gehen, dann bekommen Sie das ewige Leben. Also, dass es sowas gibt, dass es sowas Skandalöses gibt, das müssen wir der Welt, der deutschen Öffentlichkeit mitteilen. Und dabei können natürlich die Medien eine ganz wesentliche Rolle spielen. Wir bemühen uns, dies mit den professionellen Medien gemeinsam zu tun. Wir machen das auch selber über die sozialen Netzwerke. Und heute ist so ein Tag, wo wir sagen, so schrecklich Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist und so sehr der uns alle, uns ja selber auch, wir sind ja sehr engagiert an dieser Stelle, ist, wir dürfen nicht diese Schicksale zum Beispiel im Iran vergessen, wo Menschen aus Glaubensgründen, wo anders Gläubige, anders Denkende zu Opfern werden. Und das können wir leisten. Wir können natürlich nicht die Rolle einer Kirche übernehmen und Kirchenasyl geben. Wir können auch nicht andere Dinge machen, für die es Spezialorganisationen und Einrichtungen gibt. Aber wir können heute eine Stimme der Betroffenen sein, und zwar im Iran, aber auch hier in Deutschland, wo die iranische Verfolgung die Menschen ereilt und indirekt Deutschland zum Helfer sogar dieser Verfolgung werden könnte,
wenn es Menschen zurückschickt in eine Situation von Folter, von Gefängnis, von Gehirnwäsche und von Drangsalierung der Angehörigen, die damit automatisch verbunden ist. Darf ich dazu was sagen? Ja, gerne. Ja. Also ich wollte ganz kurz noch ein Beispiel nennen dafür, was passiert, wenn tatsächlich Christen abgeschoben werden. Also ich bin bekannt mit einem 39-jährigen Iraner, der 10 Jahre in Deutschland gelebt hat. Dann wurde sein Asylverfahren abgelehnt und mit der Begründung, dass er von seiner Taufe zu spät berichtet habe. Nicht nach 3 Monaten, sondern erst nach 3 Jahren. Das hat er aber bewusst gemacht, weil er sagte, ich wollte nicht, dass das als Asyltaktik verstanden wird. Und es wurde ihm abgesprochen, dass irgendeine Gefahr bestünde für die Rückkehr. Dann hat man ihm gesagt, wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, dass Sie freiwillig zurückkehren wollen, werden Sie sofort inhaftiert und abgeschoben. Dann hat er das auf sich genommen, ist zurückgekehrt und wurde sofort ins Evin-Gefängnis gesperrt für 112 Tage, wo jeden Mittwoch Menschen aufgehängt werden. Das ist eine wahnsinnige Belastung, weil man nie weiß, ob man nicht selber dran ist. Dann wurde er mit einer Kaution freigekauft, für die eine Familie ihr Haus aufgeben musste, hat geheiratet. Dann kam die Vorladung zur Hauptverhandlung. Dann hat die Familie sich beraten und dann haben sie entschlossen, also mit seiner Frau zusammen, dass er fliehen sollte, um sein Leben zu retten und die Frau lieber nicht, weil das zu gefährlich ist. Jetzt ist ihm in einem wahnsinnigen Vorgang von vielen Monaten gelungen, wieder in Deutschland anzukommen und neues Asyl zu beantragen und einen neuen Antrag zu stellen. Und seine Frau ist weiter im Iran und das ist sehr schwierig. Vielen Dank, Herr Schmidt. Jetzt haben wir als nächsten Fragesteller den Herrn Packeiser. Herr Packeiser, Sie haben jetzt das Wort. Ja, danke schön. Einen schönen guten Morgen auch aus Mainz am Rhein. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen. Zuerst einmal so eine technische. Es sind jetzt hier in dieser Zoom-Konferenz ganz viele Menschen aufgetreten und haben sich geäußert. Aber mir ist das jetzt nicht gelungen, wahrscheinlich die Namen aller richtig zu notieren. Und ich weiß auch gar nicht, bei wem das gewünscht ist, dass Namen erscheinen und bei welchem nicht. Also wie können wir das regeln, dass ich noch erfahre, wer hat hier geredet? Also der Flüchtlingshelfer aus Hanau zum Beispiel wird bei mir einfach nur als Wolfgang eingeblendet oder sowas. Also ja, das nochmal zusammenstellen, wer eigentlich dabei war. Ja, also in dem Zusammenhang, das war der Herr Wolfgang Brüner, der ist sicherlich damit einverstanden, dass Sie ihn nennen. Ansonsten können Sie solche Fragen uns aber auch im Nachgang an das Pressegespräch nochmal stellen. Okay, und inhaltlich würde mich interessieren, zum einen haben Sie Kenntnisse darüber, wie häufig denn tatsächlich konvertierte Menschen aus dem Iran dann tatsächlich in ihr Heimatland abgeschoben werden. Ist das etwas, was wirklich regelmäßig vorkommt oder hängen diese Christen dann hier eben in der Unsicherheit dann einfach jahrelang, ohne dass sich aber tatsächlich etwas ändert? Das würde mich interessieren. Von Herrn Martens würde mich interessieren, dieses Gericht, wo ein Richter fand, wenn man ans ewige Leben glaube, könne man sich ja auch hinrichten lassen. Können Sie sagen, welches Gericht das war? Und dann würde mich interessieren, wie vielleicht die IGFM die Rolle der Kirchen einschätzt. Also wenn staatliche Gerichte sagen, ihr tauft da irgendwelche Leute, die das gar nicht ernst meinen, ist das ja im Grunde auch ein ziemlicher Affront gegen die Kirchen, den man unterstellt, sie wissen überhaupt nicht, was sie machen, wenn sie da Menschen taufen. Gehen die Kirchen mit dieser Situation angemessen um, Ihrer Ansicht nach? Ja, zu letzterem Punkt möchte ich antworten. Die beiden Fragen davor würde ich dann vorschlagen, kann am besten Pastor Dr. Martens beantworten. Ich wünsche mir von den Kirchen
gerade von den großen Kirchen in Deutschland, dass sie ihre Stimme lauter erheben, wenn es um das Schicksal von Schwestern und Brüdern geht, denen schlicht ihr Glaubenswechsel oder ihre christliche Erweckung nicht angenommen oder abgesprochen wird. Solche Urteile, die zum Teil sehr platt daherkommen, verdienen den aktiven Widerspruch, auch den Widerspruch eben von Leitungspersonen der Kirche, nicht nur von den Betroffenen vor Ort. Hier müsste sich die Kirchenführung deutlicher positionieren. Gottfried, möchtest du die anderen beiden Fragen beantworten? Zunächst einmal kann ich das Letzte, was du gerade gesagt hast, nur noch einmal von ganzem Herzen unterstreichen. Es ist für mich völlig unverständlich, dass die christlichen Kirchen in Deutschland in dieser Weise zu diesen Vorgängen immer wieder schweigen. Ich habe schon auf viele Weisen versucht, da Reaktionen von Seiten der Kirchen zu bekommen. Sie verschließen die Augen einfach vor dem, was da geschieht. Und ich kann es einfach nicht begreifen, dass sie ihre eigenen Glieder auf diese Art und Weise einfach im Regen stehen und fallen lassen. Zu der Frage, wer das gesagt hat, dass man ja in den Iran zurückgehen kann und dann durch die Todesstrafe das ewige Leben bekommt. Das war kein Verwaltungsgericht, sondern ich hatte hier aus einem Protokoll des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, meines Wissens in Gießen, zitiert. Aufgrund dieser Anhörung wurde dann bald darauf dann der Abschiebebescheid erstellt an diesen Menschen. Er hat jetzt noch die Gerichtsverhandlung vor sich. Ob er da eine Chance hat oder nicht, ist wie gesagt reines Glücksspiel. Wir wissen nicht, was da auf ihn zukommt. Die Frage, wie viele nun abgeschoben werden, da stellt sich tatsächlich die Frage danach, ob sie dazu bereit sind, sich dem Druck der Ausländerbehörden zu beugen und tatsächlich entsprechende Dinge zu unterschreiben bzw. einen Pass einzureichen. Wenn sie das nicht machen, bekommen sie natürlich ein Arbeitsverbot, Gehaltskürzungen. Und ich erlebe es immer wieder in meiner Arbeit, dass die Leute dann jedenfalls sehr nah daran sind, dass sie sagen, entweder hänge ich mich hier auf, bevor ich dann also da im Iran aufgehängt werde. Ich habe sehr, sehr viel mit Suizidversuchen zu tun von Menschen, die nach diesen negativen Verwaltungsgerichtsurteilen einfach diesen Druck überhaupt nicht mehr aushalten und versuchen, durch Suizid dem zu entkommen. Der deutsche Staat treibt immer wieder Menschen in den Tod. Und ich sage noch einmal dazu, was wir hier gesehen haben, jetzt an Beispielen, das sind einige ganz wenige. Es geht hier um Tausende von Betroffenen in Deutschland, so haben verschiedene Umfragen ergeben. Es ist keine Kleinigkeit, sondern es ist wirklich ein riesengroßes Problem, was aber weitestgehend, nicht zuletzt deswegen auch, totgeschwiegen wird, weil die Kirchen selber ihre eigenen Leute im Stich lassen. Ja, vielen Dank, Gottfried. Ich habe gerade jetzt im Chat noch eine Frage bekommen, die ich beantworten möchte. Es geht darum, ob die IGFM Fachanwälte für Asylverfahren vermittelt. Das gehört also nicht zu unserem Standardangebot, wenn aber eine Gemeinde auf mich zukommt oder ein Betroffener auf mich zukommt und sagt, ich wohne da und da und das Verfahren wird dann und dann beginnen oder hat bereits begonnen und ich bin mit meiner Vertretung unzufrieden, dann mag es sein, dass ich in einem solchen Einzelfall einen guten Hinweis auf einen sachkundigen, sehr sachkundigen Juristen, der das nicht zum ersten Mal macht, geben kann. Das ist auch immer davon abhängig, was wo regional passiert. Also wir würden uns dann bemühen, Hilfe zu leisten. Genauso wie ich weiß, Gottfried, wenn du gefragt würdest, würdest du dich auch immer bemühen, Hilfe zu leisten. Und in diesem Fall kann man in vielen Fällen weiterhelfen. Kann ich noch was sagen? Wir haben so eine Frage. Wir sind im Moment noch bei den Journalisten. Ja, okay. Ja. Die nächste Frage ist, warum ist die Lobby für christliche Konvertiten in Deutschland so schwach? Ist Deutschland kein christliches Land mehr? Sie kommt von Herrn Demuth. Herr Demuth, wollen Sie die Frage noch weiter ausführen oder sollen wir die so beantworten?
Ja, hallo, hier Norbert Demuth von der Katholischen Nachrichtenagentur in Frankfurt. Ja, Sie hatten ja jetzt mehrfach erwähnt, dass die Lobby für christliche Konvertiten so schwach ist in Deutschland. Ich habe mich einfach gefragt, warum ist das so? Also es gibt ja eine christlich-demokratische Partei, es gibt eine christlich-soziale Partei. Wie gesagt, es gibt die Kirchen, die dann zu schwach ihre Stimme erheben, aber ist in Deutschland im Grunde das Christentum so schwach, dass man nicht mehr eintritt für Christen? Es ist schon festzustellen, Herr Demuth, dass es eine gewisse Beliebigkeit oder ein Schulterzucken an vielen Stellen gibt, auch in der Politik, wenn Christen betroffen sind. Das ist etwas, was sich ändern muss. Es kann sich aber nur ändern, wenn die eigenen Lobbys deutlicher auftreten. Ich habe ja gerade schon mal darauf hingewiesen, wir wünschen uns eine stärker hörbare Stimme, gerade der großen Kirchen, die hier zeigen sollten, dass sie für ihr Klientel, für ihre Schwestern und Brüder eintreten und dies auch beharrlich tun und nicht die Schultern zucken und sagen, naja, wir haben es ja mal gesagt, aber wir wissen ja, es gibt viele andere Probleme. Nein, das hier ist ein gravierendes Menschenrechtsproblem und es wirkt ja weiter. Es wirkt nicht nur in Deutschland und gilt den vielen Betroffenen, denen eine Abschiebung droht, sondern es hat ja auch Implikationen in die Verfolgerstaaten hinein. Auch das Terrorregime der Mullahs nimmt natürlich wahr, dass es offenbar gar keine Lobby gibt für diejenigen oder eine sehr, sehr schwache, schweigende Lobby. Und das gilt es zu ändern. Und wie will die Politik überzeugt werden, wenn es nicht die eigenen Gruppen als tägliches, wichtiges Thema behandeln? Danke. Ja, Frau Stäter, hatten Sie eine Frage? Verstehe ich den Hinweis hier richtig? Ja, morgen auch mir in die Runde. Ja, nochmal die Frage ganz konkret auf Bundestagsabgeordnete. Also Volker Kauder ist ja jemand gewesen, der das früher sehr zu seinem Thema gemacht hat. Was ist Ihre Erfahrung? Wer sind Ihre Ansprechpartner im Bundestag? Gibt es dort Personen, die das zu ihrem Thema machen oder ist es eigentlich für alle dort Vertretenen außen vor? Ich möchte jetzt nicht alle negativ dastehen lassen, aber ich nenne zwei positive Beispiele, sehr positive Beispiele. Das sind die Abgeordneten Thomas Rachel und Hermann Gröhe, die also in sehr vernehmlicher Weise versuchen, für die Betroffenen einzutreten. Und zwar sowohl im Verfolgerstaat als auch hier für Abschiebebedrohte. Die könnte ich ausnehmen. Und ich würde mir natürlich viele andere mehr wünschen, die an dieser Stelle Druck entwickeln und versuchen zu überzeugen. Volker Kauder, richtig, hat das gemacht, aber leider wirkt er jetzt ja nicht mehr an dieser Stelle mit, wo er das sehr lange getan hat. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich jetzt Herrn Schmidt noch mal kurz das Wort geben. Er wollte noch eine Ergänzung zum letzten Beitrag von Dr. Martens machen. Ja, ich wollte noch sagen, was das Engagement der Kirchen anbelangt. Wir haben in Oberfranken im Oktober 2020 eine Initiative ins Leben gerufen zur Hilfe für iranische Geflüchtete. Und die Regionalbischöfin von Oberfranken, Frau Dr. Kreiner, setzt sich massiv für iranische Christen ein, für jeden Einzelnen. Also das, und auch der Landesbischof unterstützt das. Also es gibt schon auch Kirchenvertreter, die auch Jesuiten, die helfen und so weiter. Also es ist natürlich schade, dass das zu wenig ist, aber in Deutschland insgesamt. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, eine Frage hätte ich tatsächlich nochmal. Haben Sie Kenntnisse, wie der Umgang mit Asylgesuchen von christlichen Konvertiten in anderen europäischen Ländern gehandhabt wird? Ist das überall so eine finstere Situation oder ist das in anderen Ländern anders?
Es ist so, dass es in einigen Ländern, in denen starke, sich selber christlich empfindende Parteien tätig sind, es tatsächlich auch weniger Geflüchtete sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Polen denke, so gibt es dort mangels Masse keine Lobby für Konvertiten aus islamischen Staaten. Gottfried, du wolltest etwas sagen, Dr. Martens? Wir haben durchaus Erfahrungen mit Konvertiten aus einer ganzen Reihe von europäischen Ländern, weil die immer wieder dann, wenn sie endgültig in einem anderen Land abgelehnt wurden, als christliche Konvertiten zu uns nach Deutschland fliehen, weil ihnen dort unmittelbar auch die Abschiebung drohte. Gerade in Skandinavien ist die Situation absolut desaströs. Da wird den Konvertiten, falls es da überhaupt noch einen Spielraum nach unten gibt, noch weniger geglaubt als hier in Deutschland. Wir haben da irrsinnige Geschichten von Konvertiten, gerade aus Skandinavien, gehört. Und wir hören ja jetzt, dass Dänemark gerade dabei ist, christliche Konvertiten in den Kosovo zu verlagern, wo sie dann so lange im Kosovo sitzen sollen, bis sie die Möglichkeit, bis sie freiwillig dazu bereit sind, wieder in den Iran als christliche Konvertiten zurückzukehren. Also es gibt immer noch Spielräume nach unten. Das ist eben dieser schlimme Unterbietungswettbewerb zwischen den europäischen Ländern. Jedes Land möchte nach außen hin den Ruf haben, möglichst hässlich mit Geflüchteten umzugehen, um sogenannte Pull-Effekte zu vermeiden. Und darum haben wir diese Probleme auch in anderen Ländern. Österreich ist auch ganz schlimm geworden in den letzten Jahren. Es ist also kein rein deutsches Problem, sondern durchaus ein europäisches Problem. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Doch, ich wollte ein paar Anmerkungen zu den Fragen stellen. Ja, Herr Dr. Madawi. Gut. Also es wurde ja vorhin gefragt, wie viele Abschiebungen es gibt. Also es gibt Zahlen, und zwar über 2018, 2019 waren es im Durchschnitt 15 bis 20 tatsächlich durchgeführte Abschiebungen. Noch in 2021 wurde abgeschoben tatsächlich. Zu dem Thema Anwälten, man muss sehr vorsichtig sein. Bedauerlicherweise haben wir auch als Verein diese Erfahrung gemacht, dass einige jetzt daraus tatsächlich finanzielle Vorteile sich herausnehmen. Man muss sehr vorsichtig sein. Die Not der Menschen macht andere gierig. Man muss sich da sehr gut erkundigen. Es gibt sehr gute, wirklich auch erfolgreiche Anwälte, aber es gibt auch sehr viele schwarze Schafe. Dann wurde gefragt zum Thema Deutschland mit christlich-sozial, christlich-demokratischen Parteien. Unser Verein arbeitet ja seit 29 Jahren mit den politischen Verantwortlichen. Und wir haben die Feststellung gemacht, dass die Tagespolitik oftmals wichtiger ist wie christliche Werte. Das mussten wir schmerzlich erfahren in den Jahren 2014 bis 2019, als beispielsweise Ministerpräsident Seehofer da in Bayern an der Macht war, dass wir hier, dass die Wahl und die Konkurrenz mit der AfD wichtiger war wie die christlichen Werte. Da haben wir auch verschiedene Aktionen gemacht, einmal mit dem Bundestagsabgeordneten Peter Uhl. Wir haben festgestellt, dass es ihm wichtiger ist, dass die Leute wieder zurückreisen in dieser Hochphase der Flüchtlingskrise. Sie waren bereit, Handgeld denen zu geben, damit sie zurückgehen. Dann habe ich beispielsweise mit dem aktuellen Bundestagsabgeordneten Dr. Steffinger mit seinem Büro stundenlang Gespräche geführt, als dieser Auszug in Afghanistan bevorstand, diese schlimme Krise, die wir da alle miterlebt haben am Fernsehen. Und ich habe dann festgestellt im Zuge der Recherchen, dass gerade die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag mit 100% der Stimmen dem Abzug zugestimmt hat, ohne im Kleinsten überhaupt zu überlegen, was sie damit entfachen. Also man sieht, Tagespolitik ist oft wichtiger wie die christlichen Werte, und das ist leider bedauerlich. Und das zieht sich übrigens durch alle Parteien. Auch die Grünen haben damals für den Abzug aus Afghanistan gestimmt.
obwohl jeder gewusst hat, wenn Taliban kommen, welche Menschenrechtskrise im Nachhinein entstehen kann. Heute spricht kein Mensch darüber, dass dort religiöse Minderheiten, Frauen, wie auch immer, in ihren Menschenrechten massiv eingeschränkt werden. Ich finde, dass wir hier politisch ein Wahnsinnsdefizit haben und dass Menschenrechtsvereinigungen wie Ihre, Herr Lessentin, wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte oder auch wir hier noch viele wichtige Aufgaben vor uns haben, bezogen auf alle betroffenen Minderheiten weltweit. Jetzt die christlichen Konvertiten sind das Thema heute, aber wir müssen einfach auch sehen, das betrifft alle Menschen. Es betrifft alle Minderheiten, ob es jetzt sexuelle Minderheiten sind oder ob es jetzt Gender-Minderheiten in der Form, dass Frauenrechte unterdrückt werden. Also wir müssen da unbedingt an die Politik rangehen und zwar auch direkt und massiv rangehen. Und ich bedanke mich für alle, die hier heute sich die Zeit nehmen und an dieser Diskussion teilnehmen. Das ist schon fast das Schlusswort. Ich möchte auch ein Schlusswort sprechen und dann noch eine Frage von Frau Schneeball mit beantworten. Frau Schneeball vom Evangeliumsrundfunk, wie der Einzelne sich einsetzen kann. Nun, der Einzelne kann sich einsetzen, indem er zum Beispiel die von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte bekannt gemachten Fälle oder auch das Problem in seinem sozialen Umfeld kommuniziert. Wir können uns treffen in Facebook, in Twitter, in Instagram und an anderer Stelle und über diese Schicksale reden und damit erreichen, dass immer mehr Menschen das zur Kenntnis nehmen und dass es die Entscheider, sowohl die in der juristischen Bürokratie als auch die in der Politik immer mehr erreicht, dass sie merken, nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage macht, dass es ein großes Interesse in Deutschland gibt, dass die Politik Glaubensverfolgte aus dem Iran schützt und stützt. Das ist ja zugleich auch ein tolles Signal an den Verfolgerstaat. Und deswegen ist jeder Einzelne tatsächlich willkommen und wichtig, dass er sich hier einbringt. Ich danke Ihnen heute für Ihr Interesse. Wir haben ein bisschen unsere Zeit überzogen. Das hatten wir auch schon befürchtet. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn es um Menschenrechtsfragen geht, zum Iran, aber auch zu anderen. Das bewegt uns und ich bin sehr froh, dass Sie uns dabei helfen, heute dieses wichtige Thema zu kommunizieren. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis bald.